Wir sind da durchgegangen, wir haben uns angeguckt und es war so völlig klar, das ist es. Dieser Flair, also dieses Gefühl, das, wo wir durch das Grundstück gegangen sind, dass das bei beiden da war. Ich sage immer, beim Chris sieht man immer viel an den Augen und der hat so gestrahlt und ich wusste, das ist es, also das passt. Du weißt jetzt schon, bei so einer Sache wie hier, dass man sich ein Haus kauft und sich irgendwo letztendlich bindet. Und es ist ja schon auch ein kleines Mammutprojekt. Das macht man halt zu zweit und egal wie es läuft, derjenige ist halt einfach da und man macht das, man zieht es durch zusammen. Also ich glaube, das Vertrauen kommt daher, dass wir uns einfach schon sehr, sehr lange kennen. Mit ihm zusammengekommen, da war ich glaube ich 16 oder 15. Der Chris war halt einfach, ja, irgendwie war er bekloppt genug. Der hat immer irgendwelche Aktionen gebracht. Der war einfach immer nie ausgeglichen. Der hatte immer noch Power für irgendwas anderes übrig. Und das hat einfach so zu mir gepasst. Das war einfach unheimlich gut. Wir haben auch schon viel zusammen durchgestanden einfach. Also so bestimmte Lebensabschnitte. Wir hatten beide immer so die Vision, dass wir ja, unser Leben komplett selbstständig durchziehen. Das heißt, bei uns war die Kasse schon immer sehr, sehr knapp so. Und ja, das hat dann teilweise schon zu lustigen Aktionen geführt. Schlafsäcke haben wir auch mal verkauft, weißt du noch? Es war immer klar, wenn der eine dorthin muss, dann kommt der andere mit, weil das Haus ist immer, wo der andere ist. Ja, Betzenstein ist so eine Kunstwand, Klettergriff Hauptstadt, kann man sagen. Und bis vor kurzem war hier nur das Zentrallager für ja, halb Europa. Also es gibt nirgendwo auf dem Planeten so viele Klettergriffe wie hier auf einem Fleck. Wir haben halt immer probiert, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und die Probleme des anderen waren genauso die eigenen Probleme. Also es war einfach unheimlich wichtig, dass niemand auf der Strecke bleibt. Und da haben wir sehr aufeinander geachtet. Und ich glaube, das ist eine gute Basis. Also die Lage ist optimal. Es ist halt so eine Randlage vom Betzenstein. Es ist schön ruhig. Es hat einen mega schönen Garten. Und das war halt irgendwie, das hätte da drinnen ausschauen können, glaube ich, dass die ganze Bude zusammenfällt. Also einfach wegen der Scheune. Also das war wirklich der ausschlaggebendste Grund für dieses Grundstück. Wir finden uns ganz kurz davor, dem Heiligen Gral sozusagen, der Quintessenz. Ja. Ich wusste halt schon immer so, ich baue mir einfach so ein Home Gym. So. Hier sind 218 Laufmeter Balken verarbeitet worden, 36 Multiplexplatten. Den Ofen haben wir installiert, damit wir uns im Winter nicht den Arsch abfrieren. Ist halt kritisch gewesen, einfach von der Gesamtstatik das Ganze oben an den Dachstuhl anzuhängen. Von dem her haben wir sozusagen einen Dachstuhl im Dachstuhl gebaut. Diese ganzen Zwischensparen, die ja letztendlich dafür da sind, dass man die Multiplex draufschrauben kann und das Wandgerüst darstellen, sind eben hier nochmal an der Rückseite eben an dem eigentlichen alten Dachstuhl abgehangen, einfach damit das Ganze eben nicht schwingt. Das hier ist die 55 Grad Wand. Warum 55 Grad? Weil es einfach noch steiler ist wie 45 Grad. Ja, wir haben unheimlich viel in den ersten 2 Monaten erreicht. Also allein die ersten 4 Wochen. Man hat einfach so einen wahnsinnigen Vorsprung gesehen. Und Chris, seine Eltern waren auch tatkräftig, echt Tag und Nacht dort. Und haben halt probiert, uns da einfach zu unterstützen, weil wir auch ein sehr stressiges Leben so parallel hatten. Für mich war es damals unvorstellbar, aus München wegzuziehen einfach. Ich bin dort halt groß geworden, auch in den Kletterhallen, bin dort auf die Schulen gegangen. Und das war für mich schon ein großer Schritt, dann einfach wirklich in die Fränkische mitzugehen damals. Aber ich habe es tatsächlich bis also jetzt nicht bereut. Was wir zusammen halt so versucht haben, das haben wir hingekriegt. Und genau so hat sich das halt dort ergeben. Also man hat eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil das klar war, weil es immer zusammen funktioniert hat. Und ich glaube, dass unsere Beziehung genau davon gelebt hat, dass wir oft ins kalte Wasser gesprungen sind und viel auch nicht auf Aussagen von anderen gehört haben, sondern einfach mit auch ein bisschen jugendlichen Leichtsinn da rangegangen sind und das hat einfach immer ganz gut funktioniert. Ich habe gemerkt, dass ich diese Ruhe, die ich hier habe und so ein bisschen dieses, dass ich mich hier extrem zurücknehmen kann, dass mir das einfach enorme Kraft gibt und enorme Motivation einfach. Und ich habe hier halt inzwischen auch eine kleine starke Community,
Das macht einfach unglaublich fit. Ich kann mich hier komplett ausleben. Ich kann die Wettkampfboulder zusammen mit anderen Leuten so schrauben, wie ich sie brauche. Das Leben macht gemeinsam mehr Spaß. Und seitdem wir das Haus haben, grillen wir unheimlich viel mit Freunden, machen unheimlich viel Pizza. Irgendwie ist jeden Abend jemand da. Das ist halt unheimlich schön. Umso bunter, umso mehr Leute, umso witziger ist es, umso mehr Erfahrungen sammelt man. Und genau das macht es halt einfach aus. Die Tür steht offen und das wissen die meisten auch. Und das ist einfach wahnsinnig schön.